So, da sind wir wieder. Und, merkt ihr, Oberschenkelmuskulatur beim Treppensteigen wird vielleicht heute Abend noch ein bisschen schlimmer. Also man merkt das meist so 24 Stunden später, da merkt man erstmal so richtig die Muskulatur, 36 Stunden, wenn sie so richtig dann, war schon Überlastung. Und wer 500 gemacht hat, tolle Sache, richtig klasse. Und heute haben wir gesagt, gut, gestern waren dann also Beine, heute machen wir Oberkörper. Und dann haben wir schon mal gemacht, und das wiederholen wir uns auch, dann werden wir uns eine Übung machen, die man auch wirklich überall machen kann und die jeder hinbekommt. Ich trinke mal einen Schluck. Bleibt weiter gesund, passt auf euch auf, zeigt Anstand und haltet Abstand. Macht das immer noch weiter, also nicht leichtfertig werden. Ne? Passt da bitte auf, wer jetzt gut überstanden hat, die ganze Sache, da auch weiterhin aufpassen, dass nichts passiert. Liegestütz. 10 Stunden, 20 Stück, 20 Wiederholungen pro Stunde, also 200 Liegestütze ist heute die Herausforderung. Die Liegestütze, dann haben wir auch schon mehrfach gesehen. Und da gibt es Varianten, da wird jeder Trainer was anderes sagen, die Hände vor, rechts, links, die Arme weiter auseinander, das geht aber anders an, die muss aber tiefer und ist nicht 90 Grad. Ich möchte gar nicht, das ist auch gar nicht meine Absicht, das können dann andere auch machen, die Übung zu komplizieren. Ihr sollt eure Arme beugen, den Körper dabei gerade halten. Bei Belastung ausatmen, Bauch und Rücken anspannen. Und jetzt gibt es viele Varianten. Arme weit, eng, Diamant, Ellbogen nach außen, Ellbogen nach innen, Knie auf dem Boden. Das überlasse ich euch. Wir geben ein paar Hinweise, so Sicherheitshinweise, dass nichts passieren kann. Versucht, die Übung langsam durchzuführen. Haltet Spannung im Bauch, hängt nicht im Hohlkreuz. Und geht im 90 Grad im Winkel, Gelenk, Ellbogengelenk 90 Grad nach unten. Das sind so die groben Sachen, die ich euch sagen kann. Ich mache es mal vor, verschiedene Varianten, die ihr euch dann nehmen könnt. Wir können erstmal die ganz klassische machen. Hände gehen zur Seite, ihr bleibt gerade in dieser Position. Schaut her, ich hoffe, das sieht bei mir jetzt auch gut aus. Ihr geht nach unten 90 Grad und kommt nach oben. Dann berührt vielleicht auch tatsächlich die Nase, jawohl, den Boden, gerade bleiben. Variante 1. Variante 2. Ihr könnt auch in den Varianten wechseln. Ne? Ist natürlich auch klar, wer dann nicht 10 oder 20 durchschafft, wechselt. Ihr geht nach unten, haltet aber hier, ist mir wichtig. Und die Übung sieht einfacher aus, ist aber gar nicht einfacher, weil ich das Ganze nicht auf dem Oberkörper habe. Der Rücken ist gespannt. Das ist mir immer wichtig, dass ihr den Rücken gespannt habt, ein- und ausatmet. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr in die Normalliegestütze geht, das zeige ich auch mal, mehr Trizepsmuskulatur, also die das möchten, gehen jetzt hier hin und gehen nach hinten weg und kommen hier raus. Wesentlich schwerer die Übung. So, das sind im Grunde die Übungen, die ich zeigen muss. Und jetzt zeige ich mal eine. Komm, jetzt bin ich mal übermütig. Ob ihr die hinbekommt, diese Übung. Und davon 200 Stück. In 10 Stunden, die sieht dann so aus. Also, ihr klatscht in den Händen und mit den Füßen zusammen 200 Mal. Ist mal eine Variante. Euch viel Spaß. Wir sehen uns morgen wieder. Team Atlantis und der Andi.